بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم Herrn aller Welten und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, liebe Geschwister, heute in dieser kurzen Zeit, bi'idhnillah ta'ala, haben wir die Möglichkeit, eine kurze Fragerunde zu starten. Sie wird Zeit genug haben, dann euch auf euer geliebtes Iftar vorzubereiten. Und wir werden es euch nicht so schwer machen, bi'idhnillah ta'ala. Fragen stellen könnt, die ihr bezüglich Ramadan habt. Und die Fragen sind sehr, sehr lustig, gerade im Monat Ramadan. Es ist so, als ob die Religion nur aus Ramadan bei vielen Leuten besteht. Und ihr wisst es mit Sicherheit, liebe Geschwister, die uns regelmäßig verfolgen. Wir dienen nicht dem Monat Ramadan, sondern wir dienen Allah, dem Herrn von Ramadan. Wir dienen nicht dem Monat Ramadan, sondern wir dienen Allah, dem Herrn von Ramadan. Und so haben wir leider die Gegebenheit von vielen unserer Geschwister, möge Allah Azzawajal uns und sie recht leiten, dass sie nur im Ramadan an ihrer Religion interessiert sind und dass sie sich nur im Ramadan mit ihrer Religion beschäftigen. Und dieses ist ein gravierender, ein großer Fehler, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Dienen bedeutet immer, wie Allah azzawajal in einer anderen Ayah zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagt: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. So diene deinem Herrn, bis zu dir der Tod kommt. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, Allah Azza wa Jal bis zu unserem Tod zu dienen. Nicht, dass wir diese Dienerschaft abhängig machen von einem Monat, sondern Allah Azza wa Jal möchte jeden Tag von uns Abmühung sehen auf seinem Weg, subhanahu wa ta'ala, dass wir uns abmühen, dass wir die Ibadah ihm gegenüber verrichten, dass wir uns von den Sünden fernhalten. Dieses zu jeder Zeit. Möge Allah Azza wa Jal uns und euch dazu verhelfen. Und wir wollen dann auch sofort, insha'Allah ta'ala, mit der Fragerunde starten. Versucht, vernünftige Fragen zu stellen, liebe Geschwister. Fragen, die auch die anderen, insha'Allah ta'ala, den anderen nutzen können. Wenn es sehr, sehr, sehr spezielle Fragen sind, dann bitte ich lieber, mich anzuschreiben oder anzurufen. Wir wollen, insha'Allah ta'ala, größtenteils die Fragen klären, die auch viele, viele Geschwister angehen, bi'idhnillah ta'ala. So werden wir jetzt, insha'Allah ta'ala, nachdem unser geehrter Bruder die Fragen durchliest, eine nach der anderen abhandeln, insha'Allah ta'ala. Tafadhal. Okay. Ihr habt die Möglichkeit, jetzt eure Fragen zu stellen, liebe Geschwister. Bitte schreibt sie in den Text herein. Schreibt sie bitte in den Text herein, sodass wir sie beantworten können, insha'Allah ta'ala. Aber bitte etwas zügig, weil, wie gesagt, die Zeit ist sehr, sehr knapp. Einfach reinschreiben in den Text, aber bitte Deutsch, ja? Keine andere Sprache, sondern auf Deutsch bitte. Nicht Bosnisch, nicht Persisch und so weiter und so fort. Entweder auf Deutsch oder auf Arabisch. Jazakumullah. Es gibt keine Frage. Danke. Es wird gefragt, bricht es das Fasten, wenn man Schleim schluckt? Also, ist dieses ein Grund, dass das Fasten gebrochen wird, wenn man Schleim schluckt? Es gibt Gelehrte, die dieses schon als einen Grund sehen, dass das Fasten gebrochen ist, und andere Gelehrte sehen das nicht als Grund. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Natürlich sollte ein Diener Allahs nicht so etwas absichtlich herunterschlucken, denn die Spucke ist tatsächlich etwas Widerliches. Wenn man es aber aus Versehen gemacht hat, ohne dass man es beabsichtigt hat, dann ist hier sowieso die Sache problemlos. Aber wenn man das absichtlich runterschluckt, gibt es tatsächlich einige Gelehrte, die das als Fastenbruch sehen. Aber die richtige Ansicht, wallahu ta'ala ala wa alam, ist, dass dieses nicht das Fasten bricht. Jedoch trotzdem haben die Gelehrten untersagt, dass man dieses herunterschluckt. Und ich denke, ein Mensch, der etwas nur Ekel empfindet, so wird er dieses nicht absichtlich machen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Es wird gefragt, kann man auch mit kaputten Magen fasten? Was heißt kaputten Magen?
bitte dieses näher erklären, was bedeutet kaputter Magen? Ich meine, du verstehst das vielleicht, du selber, der die Frage gestellt hat, aber hier sind zwei Leute, die das gerade überhaupt nicht verstehen, was du meinst. Ich weiß nicht, was bedeutet, einen kaputten Magen zu haben. Na, wenn man meint, dass man krank ist, wenn man meint, dass man krank ist und dass der Magen nicht einwandfrei funktioniert, so ist dieses natürlich eine Entschuldigung dafür, dass man das Fasten brechen darf. Wenn man allgemein krank ist, liebe Geschwister, haben wir eine Erleichterung von der Religion bekommen. Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er uns gesagt hat, dass das Fasten verpflichtend ist, so sagte er, man kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wer aber dann krank ist oder sich auf Reise befindet, so soll er dieselbige Anzahl von Tagen fasten. Nachfasten bedeutet, dass er diese Tage, die er aufgrund einer islamischen Entschuldigung nicht gefastet hat, diese Tage holt er nach, bi'idhnillah ta'ala. So ist diese Person entschuldigt. Er wird nicht zur Rechenschaft gezogen, weil dieses eine Sache ist, auf die er keinen Einfluss hat. Aber er muss den Tag nachholen, wenn es ihm wieder besser geht. Wallahu ta'ala ala wa ala. Der Bruder meinte Refluxerkrankungen. Refluxerkrankung, ich verstehe darunter, dass man ständig ausspucken oder ausbrechen muss. Wallahu a'lam. Wenn dieses der Fall ist, so haben wir die Angelegenheit genannt. Okay. Es wird gefragt, wenn man chronisch krank ist und das Fasten nicht nachholen kann, ist es in Ordnung, wenn man Geld an Arme ins Ausland schickt und die dann mit Essen und die dann damit Essen kaufen? Eine Person, die chronisch krank ist, wie ist das Urteil über sie? Die Gelehrten haben die Personen in zwei Kategorien eingeteilt. Sie haben eine Kategorie von Menschen, die sind jetzt momentan krank, aber bei ihnen gibt es Besserung in Aussicht. Das heißt, es kann sein, dass er nach wenigen Tagen, nach wenigen Wochen oder nach wenigen Monaten wieder gesund ist. Diese Person muss die Fastentage nachholen, die er nicht gefastet hat im Monat Ramadan. Die andere Kategorie von Leuten sind Personen, sie bleiben krank, diese werden nicht mehr gesund werden. Diese müssen in diesem Fall für jeden Tag, an dem sie nicht gefastet haben, einen Armen speisen. Und ich bitte darauf zu achten, dass es darum geht, einen Armen zu speisen, ihm nicht Geld zu geben. Weil Allah Azza wa Jalla sagt, Fidyatun ta'amu miskin, so sollen sie einen Armen speisen dafür, dass sie nicht den Fastentag vollziehen konnten. Das bedeutet, wenn eine Person jetzt diese Krankheit hat und bei ihm gibt es keine Hoffnung auf Besserung, dann zahlt er für die 30 Tage, die im Ramadan angeschlagen sind, diese 30 Tage, da muss er jeden Tag einen Armen speisen. Das bedeutet, wenn wir ungefähr einen Betrag von 5 bis 7 Euro nehmen, sind das ungefähr mindestens 150 Euro, die er bezahlt. Und wenn er diesen Betrag bezahlt, so muss mit diesem Betrag die Armen gespeist werden. Dieses kann man machen bei einer Sitzung. Das heißt zum Beispiel, wenn er 30 Tage nicht gefastet hat, dann speist er 30 Arme. Diese 30 Arme können an einem Tag gespeist werden. Sie können aber auch in zwei Sitzungen gespeist werden. Sie können aber auch in drei Sitzungen gespeist werden. Sie können auch jeden Tag kann er einen Arm speisen. Das, inshallah ta'ala, ist seine Verfügung. Wallahu ta'ala ala wa ala. Es wird gefragt, darf ich fasten, wenn ich auf Reise bin, zum Beispiel 4 Stunden im Flugzeug? Wenn ich auf Reise bin, darf ich fasten, zum Beispiel ich fliege 4 Stunden. Die Sache ist so, liebe Geschwister, wie wir gerade die edle Eier angemerkt haben, wer krank ist oder sich auf Reise befindet, so obliegt ihm dieselbigen Tage nach zu fasten. Bedeutet, diese zwei Dinge sind Entschuldigung in unserer Religion. Unter anderem auch die Reise. So. Aber wir sind nicht wie abgeirrte Sekten, die versuchen, mit der Reise den Ramadan zu umgehen. Es gibt Leute, die geben die Fatwa, wenn man nicht Ramadan fasten möchte, dann sagen sie, verreis einfach in dieser Zeit, damit du nicht den Ramadan fastest mit dieser Absicht. Wal'iyadu billah, möge Allah azawajal uns bewahren. Nein, es geht vielmehr darum, dass wenn man wirklich auf Reise geht, man fliegt zum Beispiel in seinem Land oder sonstiges, man hat etwas zu tun im Ausland, ab der Kilometeranzahl, die als Reise gilt, und das ist bei den meisten Gelehrten ab 80 Kilometer nach Jumhur al-Ulama, dann, liebe Geschwister, ist es so, dass man sein Fasten brechen kann. Es gibt Überlieferungen, wo diejenigen kritisiert werden, die ihr Fasten brechen auf Reise. Und es gibt Überlieferungen, wo genau das Gegenteil ist.
Die Gelehrten haben diese Überlieferung zusammengetan. Und sie sagten, wer dieses als eine Schwierigkeit empfindet, als eine Erschwernis empfindet, dass er während der Reise fastet, und ich füge hier hinzu, ein Muslim soll, wenn er auch sein Fasten brechen darf, nicht vor den anderen Leuten essen, nicht vor den anderen Muslimen essen. Na, weil er sie damit auch in Fitna bringt, liebe Geschwister. Sondern vielmehr sollte er Folgendes machen, er sollte im Geheimen, inshallah ta'ala, essen. Aber ab dieser Kilometer, da kann er sein Fasten brechen, wenn er das als eine Erschwernis sieht. Wenn die Reise aber sehr leicht ist für ihn, das heißt, er merkt sie gar nicht, und die heutigen Reisen haben sich tatsächlich gravierend geändert gegenüber den Reisen früher, dann, inshallah ta'ala, ist es auch möglich für ihn, dass er weiter sein Fasten vollzieht. Wallahu ta'ala ala wa ala. Es wird gefragt, wie ist das, was ist mit Frauen in anderen Umständen? Was ist mit Frauen in anderen Umständen? Natürlich, ihr müsst uns immer ein bisschen helfen, liebe Geschwister. Wie gesagt, ihr versteht eure Frage, aber wir müssen das erstmal so äußerlich aufnehmen, wie ihr uns das sagt. Also andere Umstände können entweder die Menstruation sein. In dieser Situation ist die Frau nicht verpflichtet, das Fasten zu vollziehen. Aber sie holt die Fastentage nach. Das Gebet nicht. Für das Gebet gibt es keinen Beweis, dass sie das nachholt, aber für die Fastentage schon. Nein, sie holt die Fastentage nach. Aber eine Frau, und es könnte schädlich für sie und ihr Kind sein, für diese Frau ist es verboten zu fasten. Auch könnte ein Umstand sein bei den Frauen, dass sie vielleicht still kann, muss sie, und wenn sie nicht kann, dann braucht sie nicht, aber sie holt die Tage nach. Wallahu ta'ala ala wa ala. Es wird gefragt, welches sind absichtliche Einnehmen von Trinken und Essen? Welches sind Gründe, die das Fasten brechen, außer das absichtliche Essen und Trinken? Auch hier, liebe Geschwister, ist dieses der Geschlechtsverkehr. Wenn man am Tage selbst mit seiner Frau, die halal ist für jemanden, wenn man mit ihr den Geschlechtsverkehr vollzieht, so hat man damit auch das Fasten gebrochen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Natürlich gibt es noch andere Dinge. Es sind nicht nur diese drei Dinge. Eine Person erbricht absichtlich. Das heißt, er steckt sich den Finger in den Mund und bricht. Dieser hat kein Fasten. Oder eine andere Person, er begeht das Schändliche, dass er vielleicht sich selbst befriedigt. Und er kommt zum Höhepunkt. Auch dieses bricht das Fasten. Wallahu ta'ala ala wa ala. Es wird gefragt, darf ich die Zakatul Fitr für Ramadan auch in Deutschland an eine nicht praktizierende Muslime geben? Die Familie hat kaum was zu essen und aus privaten Problemen. Für wen ist die Zakat al-Fitr bestimmt? Die Zakatul Fitr haben die Gelehrten nach der richtigen Ansicht, Wallahu ta'ala ala wa ala, nur nach für die Masakin und für die Fuqara. Das bedeutet für die Bedürftigen und für die Armen. Und sollten wir nicht, frage ich euch, liebe Geschwister, der Umma helfen, die bei Allah andere Umstände haben als jeder Arme, der hier in Deutschland lebt? Und denkt darüber nach. Wollen wir die Situation der Menschen in unseren Ländern vergleichen mit dem Ärmsten, der in Deutschland lebt? Auch der Ärmste, der in Deutschland lebt, hat mit Sicherheit viel, viel mehr als Leute, die in unseren Ländern leben. Wallahu ta'ala ala wa ala. Es wird gefragt, ist es erlaubt, Cortison-Nasenspray während des Fastens zu benutzen, vom Arzt verordnet so gesehen? Was ist, wenn davon etwas ungewollt in den Hals fließt? Eine Person möchte Nasenspray benutzen. Soll sie dieses machen? Sie soll das umgehen. Sie soll das umgehen. Und dieses aufgrund der Überlieferung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er über die Nasenspülung gesprochen hat beim Wudu, so sagte er, zieht das Wasser tief in die Nase ein, übertreibt dabei sogar, verwandte er den Begriff, übertreibt dabei, außer ihr seid fastend. Das war hier die Ausnahme. Und daher sollte ein Fastender aufpassen, er sollte nicht dieses Nasenspray benutzen, während er fastet, sondern er sollte das in der Zeit benutzen, wo er sein Fasten gebrochen hat. Wallahu ta'ala ala wa ala. Es wird hier gefragt, wie ist es mit dem Zakatul Fitr? Ich denke mal, die Höhe und wann und
So im Allgemeinen. Was ist mit der Zakatul Fitr? Was ist das Urteil darüber? Das Urteil ist, dass es verpflichtend ist für einen jeden Muslim, der natürlich auch etwas besitzt. Das Maß dabei ist ein Saar. Saar bedeutet vier Mut, vier Handvoll. Das bedeutet ungefähr 1,5 Kilo Gerste oder 1,5 Kilo Datteln oder 1,5 Kilo Reis. Die Grundnahrungsmittel, dieses sollte man einem Armen, einem Bedürftigen übergeben. Nicht Geld, nicht in Geldform, sondern in Essenspaketen. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Es wird gefragt, wenn die Ärzte davon abraten, in der Schwangerschaft zu fasten, wie soll man da vorgehen, auch wenn man sich vielleicht in der Lage fühlt zu fasten? Wenn man einen ärztlichen Rat bekommen hat, dass man nicht fasten soll, wie gehen wir mit diesem ärztlichen Rat um? Hier machen wir erstmal ein Fragezeichen bei dem Arzt. Das heißt, wir überprüfen, ist dieser Arzt vertrauenswürdig oder nicht. Was meinen wir mit vertrauenswürdig? Muss es unbedingt ein Muslim sein? Nein. Aber mit vertrauenswürdig meinen wir nicht einen, der abgrundtief den Islam hasst und deswegen jemanden rät, gar nicht zu fasten, nur weil er den Islam hasst. Sondern es sollte schon ein Arzt sein, der korrekt ist, der ehrlich ist und der nicht diesen Hass gegenüber den Islam trägt. Wenn dieser sagt, dass man nicht fasten soll, aufgrund eines bestimmten Umstands, und der Arzt kann das besser beurteilen, so sollte man sich an seine Anweisung halten. Nochmal, soweit es kein Arzt ist, dem man nicht vertrauen kann. Wenn das ein Arzt ist, dem man nicht vertrauen kann, dann holt man sich eine andere Meinung ein. Aber wenn das ein Arzt ist, der auch kein Muslim ist, aber man sieht allgemein, dass er ehrlich ist, dass er vertrauenswürdig ist in seinem Fach, so inshallah ta'ala kann man darauf seine Tat aufbauen. Das bedeutet, wenn der Arzt sagt nein, dann fastet man nicht. Und wenn der Arzt sagt, es gibt kein Problem, dann inshallah ta'ala kann man hier diesbezüglich fassen. Es wird gefragt, was ist, wenn man ungewollt bricht oder es nur leicht hochkommt? Was ist, wenn man ungewollt bricht oder es nur leicht hochkommt? Hier ist dieses nicht gemeint, dass dieses das Fasten bricht. Wir haben ausdrücklich erwähnt, wenn jemand absichtlich erbricht, hier in diesem Fall ist sein Fasten gebrochen, aber wer dieses unabsichtlich tut, so ist sein Fasten nicht gebrochen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Es wird gefragt, darf man eine Spritze gegen Schmerzen bekommen, wenn man oft starke Migräne hat? Wenn man eine Spritze einnehmen muss, weil man Schmerzen hat, wie ist das? Wenn diese Spritze reine Schmerz, also schmerzlindernd ist, diese Spritze, sie enthält keine Nahrung, so bricht das nicht das Fasten. Man kann ungehindert weiter fasten ohne Probleme. Na, das Einzige, was das Fasten bricht, sind die Nahrungsspritzen. Nahrungsspritzen brechen das Fasten. Wallahu ta'ala ala wa ala. Es wird gefragt, wie kann man am besten die Tage von Qiyam al-Layl verbringen oder welche Dua kann man am besten machen? Wie kann man am besten die Tage von Qiyam al-Layl verbringen und welches Dua ist das beste Dua? Das beste Dua ist das Dua, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Aisha radiyallahu anha wa ardaha beigebracht hat. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu anni. O Allah, du bist der Vergebende. Du liebst die Vergebung, so vergebe mir. Das ist das beste Dua, was man machen kann. Wie sollte man Qiyam al-Layl verbringen? Wisset, liebe Geschwister, Qiyam al-Layl, das letzte Drittel der Nacht. Qiyam al-Layl ist alles nach dem Isha-Gebet. Alles, was nach dem Isha-Gebet stattfindet, ist Qiyam al-Layl. Bis zum Adhan vom Fajr. Das ist die Zeit von Qiyam al-Layl. Nur gibt es in Qiyam al-Layl eine besondere Zeit. Das ist das letzte Drittel. Wie rechnet man das? Man nimmt die Maghrib-Zeit und die Fajr-Zeit und rechnet den Unterschied aus und das letzte Drittel sozusagen, dieses ist die beste Zeit, in der man Allah Azza wa Jal um das Beste bitten sollte, um Vergebung bitten sollte, indem man Allah Azza wa Jal, egal was man als Wunsch hat in dieser Dunya auch, wenn es auch nichts mit der Akhira zu tun hat, so sollte man Allah Azza wa Jal in dieser Zeit darum bitten. Das sollte man am besten im Gebet machen. Während man betet und im Sujud sich begibt, so werfe dich nieder, o Diener Allahs, und bitte Allah Azza wa Jal, um was du bittest. Allah Azza wa Jal, er hat dir die Hände ausgestreckt in dieser Zeit, so will er auch den Leuten ihre Wünsche erfüllen, subhanahu wa ta'ala. Und er hat dieses versprochen, dass er nicht das Dua abweist in dieser Zeit.
allgemein Qiyamul Layl. Natürlich, wir beten im Ramadan Tarawih-Gebet. Das Tarawih-Gebet ist auch Qiyamul Layl. Und in dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit in den Moscheen mit der Jama'a, das ist besser. Man kann das zwar auch zu Hause machen, aber ohne Zweifel ist das besser, in der Moschee mit der Jama'a zu machen. Da könnt ihr das Qiyamul Layl, das Tarawih-Gebet mit den Leuten dort verbringen. Und inshallah ta'ala werdet ihr viel belohnt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, man qama ma'al imam, derjenige, der mit dem Imam betet, hatta yansarif, bis dieser das Gebet beendet. Bedeutet, du stellst dich hinter dem Imam und betest mit ihm das Tarawih-Gebet. In der Regel wird es 11 Raka'a gebetet. Wenn du es bis zum Ende mit dem Imam verbringst, dieses Tarawih-Gebet, egal wie lange, egal ob der Imam sich abwechselt oder nicht, du bleibst bis zum Ende vom Tarawih-Gebet, so schreibt Allah Azza wa Jal dir eine ganze Nacht gut. Das heißt, als ob du die ganze Nacht in Anbetung zu Allah Azza wa Jal gestanden hast. Und bei Allah, du hast nicht die ganze Nacht gestanden. Aber das ist der Lohn, den man bekommt. Deswegen hier in diesem Falle im Ramadan, man betet Qiyamul Layl, Ramadan, in Ramadan mit den Leuten. Aber wenn du nach Hause kommst, dann kannst du inshallah noch etwas Koran lesen, Allah erwähnen, subhanahu wa ta'ala. Und du kannst auch, bevor du zum Fajr-Gebet in die Moschee gehst oder bevor du das Fajr-Gebet zu Hause betest, so kannst du 2 lange Rak'at beten. Selbst wenn du das Witr schon abgeschlossen hast im Qiyamul Layl, du kannst dann nochmal 2 lange Rak'at beten, inshallah ta'ala. Es wird gefragt, bricht Augentropfen das Fasten? Brechen Augentropfen das Fasten? Wallahu ta'ala ala wa alam, dieses bricht nicht das Fasten. Augentropfen brechen nicht das Fasten. Es wird gefragt, wird das Fasten so gesehen gebrochen, wenn man einer Frau hinterher guckt? Wenn man einer Frau hinterher guckt, wird das Fasten gebrochen? Die Gelehrten, einige der Gelehrten, sagten, dass wenn man sündigt, und sie haben auch spezielle Sünden genannt, wie Al-Riba, wie das Lästern, manche sagten, dass dieses das Fasten bricht. Es gab tatsächlich einige Gelehrte, die gesagt haben, so etwas bricht das Fasten. So etwas bricht das Fasten. Und sie haben dafür Überlieferungen genommen, auf denen sie ihre Aussage aufgebaut haben. Richtig ist, dass die Sünden nicht das Fasten brechen. Wie zum Beispiel, wenn man einer Frau hinterher guckt. Oder etwas macht, was Allah Azza wa Jal und sein Gesandter sallallahu alaihi wa sallam verboten haben. Aber alle Gelehrte vertreten die Ansicht mit Sicherheit, dass wenn man eine Sünde macht, dass damit das Fasten nicht vollständig ist. Das Fasten ist damit nicht vollständig. Das heißt, man hat gewaltigen Lohn verschenkt von dem Fasten, was man hätte gewaltig belohnt bekommen können bei Allah Azza wa Jal, weil man aber viel gesündigt hat oder etwas gesündigt hat, so wird man diesen Lohn nicht bekommen. Aber es gibt eine Überlieferung, die sehr gefährlich ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Es gibt einige der Fastenden, und dieses kann bei einem Fastenden der Fall sein, vielleicht hat er nichts von seinem Fasten außer Hunger. Wer ist das? Das ist eine Person, der zwar gefastet hat, nach den Kriterien, die wir auch ansetzen, aber dieser hat die ganze Zeit gesündigt, dieser hat schlecht geredet, hat Musik gehört, hat. So wird Allah Azza wa Jal ihn nicht belohnen für sein Fasten. Er hat zwar seine Pflicht gemacht, erledigt, aber Allah Azza wa Jal wird ihm nicht belohnen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Richtig ist, dass die Sünden nicht das Fasten brechen. Sie machen es aber unvollständig im Lohn. Es wird gefragt, ist es schlimm, wenn eine Frau zur Maghrib-Zeit noch arbeiten muss und erst später ihr Fasten brechen kann? Ist es schlimm, wenn eine Frau zur Maghrib-Zeit arbeiten muss, aber später erst ihr Fasten brechen kann? Möge Allah so schnell erstmal diese Schwester segnen. Schwester, ich sage dir hier, nimm dir 2-3 Datteln mit und nimm dir etwas zum Trinken mit. Und wenn die Zeit eintrifft, das heißt, wenn der Sonnenuntergang erfolgt ist, dann hier inshallah ta'ala nimmst du das ganz schnell ein und arbeitest weiter. Man kann sich schon irgendwie 1-2 Minuten wegbewegen von seiner Arbeitsstelle. So hast du inshallah ta'ala die Sunna getroffen, denn die Sunna ist es, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, sich mit dem Fastenbrechen zu
beeilen, sich mit dem Fastenbrechen zu beeilen. Wir bleiben so lange im Guten bleiben, sagte er, sallallahu alaihi wasallam, solange wir uns auch mit dem Fastenbrechen beeilen. Daher nimm dir 2-3 Datteln mit oder etwas, womit du dein Fasten brichst, wenn du keine Datteln hast, zumindest einen Schluck Wasser, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns das beigebracht hat, so dass du dein Fasten brechen kannst, wie eben in der Tat. Es wird gefragt, ist es empfohlen für die Frauen Tarawih in der Moschee zu beten oder ist es besser für sie zu Hause zu bleiben und das Tarawih dort zu beten? Wo ist das Gebet besser für die Frauen? In der Moschee oder zu Hause? Das beste Gebet für die Frauen ist zu Hause, liebe Geschwister. Und ich spreche hier speziell die Schwestern an. Das beste Gebet für euch, möge Allah Azzawajal euch segnen, ist zu Hause zu beten. Eine Frau kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und das war in Masjid al-Nabawi, das bedeutet in Medina, zählt tausendfach. Und sie sagte, ja Rasulallah, ich liebe es hinter dir zu beten. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich weiß, doch das Gebet für dich zu Hause ist besser. Das bedeutet, subhanallah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr gesagt hat, dass das Gebet für sie zu Hause besser ist, obwohl sie in Masjid al-Nabawi war und dass der Lohn des Gebetes dort vervielfacht wird. Trotzdem war das Gebet für die Frau zu Hause besser. Natürlich heißt das nicht, dass man nicht als Frau in die Moschee gehen kann, um auch an den Segen teilzunehmen und auch das Schöne zu machen, nur unter Voraussetzung, dass die Frau, wenn sie rausgeht, sie bedeckt rausgeht, dass sie kein Parfüm aufträgt und eine Fitna für die Männer darstellt. Und dass, wenn sie rausgeht, dass sie sich auch schamhaft benimmt, so dass sie sich nicht unter den Männern mischt beim Tarawih-Gebet. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, dann liegt auch nichts daran, dass eine Frau in der Moschee. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alle Fragen oder? Das Wichtigste. Das waren bis jetzt, inshallah, gute Fragen, Muslime betreffen. Inshallah. Okay. Es wird gefragt, ich möchte gerne spenden für Moschee. Organisationen sind vertrauenswürdig, wo ich weiß, dass das Geld auch dafür verwendet wird. Jemand möchte für einen Moscheebau spenden und möchte gerne jemanden haben, der vertrauenswürdig ist, wo man auch dieses dorthin spenden kann. Natürlich sollte ein Muslim schlau sein. Wenn er eine Sadaqa gibt, sollte er die beste Sadaqa geben, das heißt eine Sadaqa, von der er einen Nutzen hat, selbst nach seinem Tod. Selbst nach seinem Tod. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إذا مات ابن آدم, wenn der Sohn Adam stirbt, der Mensch stirbt, dann werden alle seine Taten geschlossen, außer drei. Und die soll ein Muslim lernen. Denn diese Taten werden einem noch nach dem Tod, insha'Allah ta'ala, nützen. Erstmal sagte er Sadaqa Jariya. Das ist eine beständige Sadaqa. Bedeutet für Moscheen zum Beispiel. Oder dass man Sahif, Koran, kauft und in die Moscheen reintut. Das ist alles Sadaqa Jariya. Oder dass man Bücher kauft und sie unter den Leuten verbreitet. Bücher, wir meinen religiöse Bücher, die einen Nutzen haben für die Ummah. Insha'Allah ta'ala. Und das zweite, was er erzählte, sallallahu alaihi wasallam, war Wissen, welches, wenn er Wissen hinten, er hat das Gute getan, indem er sich Wissen angeeignet hat und das weitergegeben hat, oder er hat Bücher geschrieben und verteilt, oder Bücher gekauft und verteilt. Und das letzte, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufzählte, Waladin Salih, ein rechtschaffener Junge, oder das Mädchen macht. Walad hier heißt Junge und Mädchen in seinem Lohnbuch stehen und er wird viel davon profitieren. Es wird gefragt, bekommt man Hasanat für das Lesen vom Koran auf deutscher Sprache? Kriegt man Hasanat für das Lesen des Koran in deutscher Sprache? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi, man qara'a harfa min kitabillah. Min kitabillah. Derjenige, der einen Buchstaben aus dem Buch Allahs liest. Das Buch Allahs ist nur, was in originaler arabischer Sprache herabgesandt wurde. Das bedeutet, alle anderen Bücher sind davon ausgeklammert. Aber kriegt man Lohn, wenn man den Koran in der ungefähren Übersetzung liest? Ja, du wirst belohnt, inshallah, weil du dich bemühst, die Worte Allahs Azza wa Jal zu verstehen. Aber es ist nicht die Ibadah, wie den Koran zu lesen, wo man für jeden Buchstaben 10 Hasanat bekommt. Na? Nicht, dass du dann so liest, alles Lob gebührt Allah, weil du denkst, auf Deutsch kriegst du auch 10 Hasanat. Na? Wallahu ta'ala ala wa. Es wird gefragt,
Ist die Selbstbefriedigung erlaubt? Ist die Selbstbefriedigung erlaubt? Weder im Ramadan noch außerhalb Ramadan. Weder im Ramadan noch außerhalb Ramadan. Allah Azza wa Jal sagt, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Außer diejenigen, die ihre Geschlechtsteile bewahren. Bedeutet, dass sie keine Zina machen. Dass sie darauf achten, dass sie keusch bleiben. Außer gegenüber ihren Ehefrauen, weil mit der Ehefrau ist es erlaubt, den Geschlechtsverkehr zu vollziehen und Intimitäten auszutauschen mit ihr. Und der rechten Hand bedeutet, was man an Sklavinnen besitzt. Das ist heute nicht mehr der Fall, deswegen gehe ich nicht darauf ein. Aber mit der Ehefrau darf man das vollziehen. Das heißt, wenn die Ehefrau auch einen befriedigt, in diesem Sinne, das ist nicht dasselbe, wie wenn eine Person das selbst an sich erledigt. Selbst an sich erledigt. Und die Person, die das tut, muss bereuen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt klar hier in dieser Ayah, außer diejenigen, die ihre Geschlechtsteile bewahren, außer gegenüber ihren Ehefrauen und ihren Sklavinnen. Bedeutet, wie Al-Shafi'i rahimullah ta'ala diese Ayah interpretiert hat, bedeutet, alles, was nicht mit der Ehefrau oder mit der Sklavin ist, ist hier ein Vergehen, eine Sünde, wofür man zur Rechenschaft gezogen wird. Und dazu gehört auch die Selbstbefriedigung. Und Sheikh al-Islam, rahimullah ta'ala, sagt, die Selbstbefriedigung ist haram und dieses nach den meisten Gelehrten. Naam. Es gibt einige Gelehrte, die das erlaubt haben. Es gibt einige Gelehrte, die das erlaubt haben. Jedoch, liebe Geschwister, ist die richtige Ansicht und die klare Ansicht der meisten Gelehrten, dass dieses nicht erlaubt ist. Und wenn dieses noch einhergeht mit, indem man sich schmutzige Filme anguckt und schmutzige Bilder anguckt und schmutzige Fantasien anregt, so ist dieses noch schlimmer. So ist dieses noch schlimmer. Naam. Und dieses bricht das Fasten. Wenn man das während des Tages von Ramadan macht, bricht das das Fasten. Man muss das Fasten wiederholen und man muss bereuen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Man muss das Fasten wiederholen, wenn man zum Höhepunkt gekommen ist, und man muss bei Allah azza wa jal bereuen, subhanahu wa ta'ala, dass Allah azza wa jal einem diese Sünde vergibt. Die einzige Sache, wo Gelehrte gesagt haben, dass wenn eine Person befürchtet, Zina zu machen, ich bitte aufzupassen, wenn eine Person befürchtet, Zina zu machen, und er sieht sich schon kurz davor, wenn er hier in diesem Falle das kleinere Übel, die Selbstbefriedigung vollzieht, ist das leichter als die Zina. Aber es bedeutet nicht, dass das keine Sünde war. Bitte aufpassen. Das bedeutet, das ist das kleinere Übel in dem Falle. Es ist leichter als die Zina. Wallahu ta'ala ala wa an. Es wird gefragt, wie viel extra Hasanat bekommt man, wenn man den Koran im Ramadan liest. Wie viel extra? Das Deutsche doch. Ist eine Gelegenheit, mich zu rechnen. Also gibt es extra Hasanat? Natürlich solltet ihr wissen, liebe Geschwister, im Ramadan zählt das ebenfalls, dass du für einen Buchstaben, den du liest, 10 Hasanat bekommst. Aber im Ramadan, sagen einige Gelehrte, werden die Taten, die guten Taten vervielfacht und auch die Sünden vervielfacht. Das ist, was einige Gelehrte gesagt haben aufgrund bestimmter Überlieferung. Aber richtig ist, liebe Geschwister, man bekommt diesen Lohn, dass man pro Buchstaben, den man liest, 10 Hasanat bekommt. Bi'idhnillah ta'ala. Auch im Monat Ramadan sind das 10 Hasanat. Aber Allah Azza wa Jalla kann geben, so viel er will, subhanahu wa ta'ala. Es wird gefragt, wann ist Laylatul Qadr? Wann ist Laylatul Qadr? Wenn ich das wissen würde, würdest du mich noch mehr lächeln sehen. Aber Fakt ist, wir wissen nicht, wann Laylatul Qadr ist. Die meisten Gelehrten vertreten die Ansicht, dass das die 27. Nacht ist. Und sie haben auch einen Beleg dafür. Aber richtig ist, wallahu ta'ala ala wa alam, wie Imam An-Nawawi rahimullah ta'ala sagte, diese Nacht wechselt immer. Manchmal ist es die 21., manchmal die 23., manchmal die 25., manchmal die 27. und manchmal die 29. Und wer aufgepasst hat, hat gemerkt, dass wir nur die ungeraden Nächte gezählt haben. Richtig, von den 10 letzten Nächten sind das die ungeraden Nächte, wo die Chance am meisten besteht, dass das Laylatul Qadr ist. Warum können wir sagen, dass keiner weiß, wann Laylatul Qadr ist?
Die Überlieferung ist so klar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam einmal zu den Sahaba radiallahu anhu, während sich zwei Leute gestritten haben. Zwei Sahaba haben sich gestritten. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Allah hat mir das Wissen über den Tag von Laylatul Qadr gegeben. Das heißt, wann Laylatul Qadr stattfindet. Aber nach diesem Ereignis ist mir dieses Wissen wieder entzogen worden. Allah hat dieses Wissen wieder hinweggenommen. Und so sehen wir, Subhan al-Malik, dass ein Streit zwischen zwei Geschwistern schon so einen Einfluss haben kann. Und deswegen muss man aufpassen, wie man mit seinen Geschwistern umgeht. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Es wird gefragt, ein Freund hat einen Kiosk und bezahlt damit seine Rechnung, aber er verkauft Alkohol und Essen und Zigaretten im Ramadan, während er fastet. Ist das okay oder haram? Eine Person verkauft Dinge, die verboten sind in unserer Religion, und das während er fastet. Wie ist das Urteil darüber? Wir sagen zu diesem Bruder: Erstmal, du bist ein Bruder von uns, möge Allah azawajal dich segnen, und gleichzeitig sagen wir dir: Fürchte Allah. Fürchte Allah und diene Allahs. Und wisse, derjenige, der Alkohol verkauft oder trinkt oder ihn serviert oder ihn irgendwo hinträgt, diese alle sind bei Allah Azza wa Jal verflucht. Weißt du nicht, wie viele Häuser du zerstörst mit dem Alkohol, den du verkaufst? Ich weiß, welche Frage dir jetzt auf der Zunge brennt. Ich trinke ihn doch nicht selber. Frage diese Leute, die ihn trinken: Was denkst du, was du mit ihrem Leben anrichtest? Wenn sie das aus eigener Dinge tun, dann ist das ihre Sache. Aber du hilfst diesen Leuten, diesen Alkohol zu trinken. Würdest du ihn nicht im Laden verkaufen, so könnten sie ihn nicht bei dir kaufen und du wärst nicht auch hier der Verursacher in diesem Falle. Aber ich sage dir, o Diener Allahs, fürchte Allah und lass den Verkauf von Alkohol, von Zigaretten. Alles, was Allah azawajal für uns verboten hat, hat er auch verboten zu verkaufen. So heißt es in einer Überlieferung bei Abu Dawud. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: إِذَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنًا. Wenn Allah azawajal eine Sache verbietet, so verbietet er dessen Preis, bedeutet zum Handeln. Man darf diese Dinge nicht verkaufen. Und daher unterlasse das, denn vielleicht gehörst du zu den Leuten, die zwar fasten, aber nur mit dem Bauch fasten, aber sie werden keinen Lohn von Allah azawajal bekommen. Möge Allah azawajal dich und uns recht leiten, Bruder, dass du diese Dinge aus dem Laden nimmst. Wallahu ta'ala ala wa. Wir haben noch zwei Fragen, bi'idhnillah ta'ala, und dann beenden wir. Jazakumullah khair. Extra Frage? Extra von mich. Es gibt doch Anzeichen, wie man ungefähr merken kann, wann Laylatul Qadr ist. Welche Anzeichen gehören dazu? Es gibt Anzeichen, wie man merken kann, wann Laylatul Qadr ist. Das ist richtig. Und zu den Anzeichen gehören aus den authentischen Überlieferungen, dass die Sonne, wenn man sie sich morgens anschaut, das heißt nach dem Fajr, die Sonne leuchtet nicht so grell. Das heißt, man kann in die Sonne hereinschauen, ohne dass man geblendet wird dadurch. Nummer eins. Nummer zwei, das Wetter ist mild, gemäßigt. Es gibt so leichte Nieselregen. Das sind Anzeichen, wo man erkennen kann, dass Laylatul Qadr ist. Und vergiss die Anzeichen, die manche Leute zählen, A'udhu Billah, die sagen, an diesem Tage bellen nicht die Hunde. Wallahi, die Hunde bellen jeden Tag. Die Tiere davon und auch leider manche, die sich Menschen nennen und so verfahren wie Tiere. Nein. Es wird gefragt, in unserer Moschee wird immer so schnell gebetet, also das Tarawih-Gebet. Soll ich zu Hause beten mit Demut oder in der Moschee, obwohl es so schnell gebetet wird? Wenn in der Moschee sehr schnell gebetet wird, soll man in der Moschee beten oder zu Hause? Ich empfehle dir, bete dann zu Hause, inshallah. Guck mal, dass du Leute versammeln kannst, vielleicht hast du eine Familie, dass du mit ihnen zusammen betest. Denn Tarawih, liebe Geschwister, das Wort Tarawih, darin steckt ein Wort im Arabischen, Raha. Raha ist die Erholung. Die Erholung. Das bedeutet, das ist genau das Gegenteil, was die Leute mit diesem Gebet machen. Subhanallah. Dieses Gebet soll in Ruhe gebetet werden. Aisha radiallahu anha in der Überlieferung von Al-Bukhari, als sie den Leuten erklärt hat, wie schön der Prophet sallallahu alaihi wasallam die 11 Raka'a gebetet hat, als sie gesagt hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat im Ramadan und außerhalb im Ramadan nie mehr als 11 Raka'a gebetet. Sie sagte, wenn du sehen könntest, wie schön und wie lang
er diese dieses Gebet gebetet hat. Subhanallah, schaut mal die Beschreibung, wie schön und wie lang. Wenn man es auch in dieser Zeit den Leuten nicht zu lang macht, dann schön und ruhig mit Demut und Konzentration, denn dieser Monat soll uns zur Gottesfurcht bewegen. Aber wenn man nur Sportübungen macht, wo soll da die Gottesfurcht herkommen? Wallahu ta'ala ala wa ala. Die letzte Frage gehört dir. Es wird gefragt, darf man schwimmen auch zu Hause im eigenen Schwimmbad oder zum Strand gehen, während man fastet? Wenn man fastet, darf man schwimmen? Theoretisch darfst du schwimmen. Na? Du musst nur aufpassen, dass du nicht untergluckerst. Oder dass du etwas in den Mund bekommst. Dieses natürlich ist dann gefährlich. Aber allgemein darf man ein Bad nehmen, darf man auch schwimmen. Und dieses ist kein Problem, wie in der Ta'ala, nur mit der Maßgabe, dass man nichts herunterschluckt. Wallahu ta'ala ala wa ala. Dazu noch eine. Welche? Also zum Beispiel jetzt am Strand, zum Strand rausgehen, dass man keine andere nackte oder leicht aus angekleidete Person sieht. Na, wenn man auch zum Strand geht, na. Aber Ramadan ist nicht dafür da, um auch selbst Sachen zu machen, die normalerweise erlaubt sind. Versucht im Ramadan, liebe Geschwister, euch wirklich hauptsächlich mit dem Koran und mit den guten Taten zu beschäftigen. Das ist ein Monat, subhanallah. Nach Ramadan könnt ihr von mir aus wieder mit den Haien um die Wette schwimmen, was auch immer ihr machen wollt. Aber im Ramadan sollte man sich wirklich darauf konzentrieren, die besten Taten zu machen.